Dank seiner Flucht ins Ausland muss sich Carles Puigdemont, Kataloniens ehemaliger Regionalpräsident, heute nicht vor Gericht verantworten. Anders als 12 seiner Mitstreiter, die sich der spanischen Justiz stellten. Unter ihnen Oriol Junqueras, ehemaliger katalanischer Vizepräsident, Carme Forcadell, einst katalanische Parlamentspräsidentin, aber auch die beiden Aktivisten Jordi Sánchez und Jordi Cuixart, deren Bürgerbewegungen Massen mobilisierten. Für die Verteidigung ist der Prozess vor allem eines politisch motiviert. Der Prozess wird in die Geschichtsbücher eingehen. Er ist ein politischer Prozess, aufgebaut auf den Trümmern fundamentaler Rechte. Ihren Mandanten wird Veruntreuung, Aufruhr, Rebellion vorgeworfen. Langjährige Haftstrafen von 7 bis zu 25 Jahren drohen. Kataloniens heißer Herbst 2017. Das Unabhängigkeitsreferendum, dann die Unabhängigkeitserklärung. Die Justiz stufte beides als illegal ein. Denn Spaniens Einheit und Unteilbarkeit sind fest in der Verfassung verankert. Die damalige Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Rajoy reagierte und setzte Kataloniens Regionalregierung ab. Die Unabhängigkeitserklärung, ein schwerer Angriff auf die spanische Verfassung, erklärt Juraprofessor Manuel Cancio Melia. Doch Rebellion kann er nicht erkennen. Rebellion setze Gewalt voraus. So schwerwiegend das Verhalten der katalanischen Politiker ist und mit Sicherheit erfüllt es auch mehrere Straftatbestände, kann ich nirgendwo eine organisierte Gewalt zu einem Aufstand feststellen, nirgendwo. Diese Bilder gingen um die Welt, doch zeigen sie Polizisten, die das Unabhängigkeitsreferendum verhindern sollten. Die Katalonien-Krise, sie schwelt nach wie vor. Madrid am Sonntag. Konservative, aber auch ultrarechte Parteien hatten zur Großdemo aufgerufen gegen den amtierenden sozialistischen Ministerpräsidenten Sánchez. Sánchez hatte Rajoy im vergangenen Juni durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgelöst, auch mit Unterstützung katalanischer Separatisten. Hier sagen wir es ganz klar: Wir fordern Neuwahlen für Spanien. Sánchez gibt den Unabhängigkeitsbefürwortern nach, nur um sich an der Macht zu halten. Der Prozess gegen Befürworter einer katalanischen Unabhängigkeit, er droht Spanien weiter zu spalten. Die Unabhängigkeit der Justiz wollen die Richter nicht in Frage gestellt wissen. Jede Sitzung wird live übertragen.